Geil, da war auch direkt schon kurz der Sound weg. Moin moin und willkommen zu einem neuen Let's Play. Deus Ex Human Revolution. Jo, ein an sich ziemlich interessantes Spiel, finde ich, weil das Setting Cyberpunk mag ich normalerweise nicht so gerne. Ist einfach nicht so meins. Deus Ex hingegen finde ich eigentlich ziemlich geil. Naja, zumindest halt Human Revolution und Mankind Divided war auch nicht schlecht. Das ist ja eigentlich nicht das erste Spiel der Serie, sondern das dritte, glaube ich. Die ersten zwei allerdings sind, ich sag jetzt einfach mal, sie sind von Arsch. ja, woher kann man wahrscheinlich so nicht sagen. Ich habe es ja kaum gespielt. Sie sind sehr, sehr schlecht gealtert, muss man wahrscheinlich eher sagen. Und sie scheinen sich auch sehr leicht kaputt machen zu lassen. Ich sag's mal so, ich habe in Deus Ex 1 das Tutorial kaputt gespielt. Ja, deswegen habe ich die beiden quasi übersprungen. Ja, Human Revolution kenne ich. Ich weiß, dass es ein wunderbares Spiel ist. Was da oben so steht, genau, ich habe auch die Director's Cut-Version davon. Das bedeutet quasi, dass wir eine Mission normal mit drin haben, die ursprünglich wohl ein DLC war, glaube ich, habe ich mir sagen lassen. War das irgendwie so? Ich hab's schon vergessen. Naja. Ich denke mal, ohne viel Fehler lesen können wir erstmal anfangen. Neues Spiel Plus. Ja, nee, ich nehme mal ein neues Spiel. Ich will nicht von vornherein overpowered sein. Wobei das kann ich auch schon quasi garantieren, früher oder später sowieso passieren wird. Achso, eine Sache, die ich noch dazu sagen muss. Es gibt ja quasi zwei Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen: einmal auf Pazifist, einmal auf Ich bringe alles um. Oder irgendwas dazwischen. Was bescheuert ist, finde ich. Ich spiel's auf Pazifist. Also ich habe es zweimal durchgespielt, bisher einmal auf Pazifist, bis auf eine Sache, die ich einfach voll verpeilt habe, weil ich nicht aufgepasst habe. Da habe ich eine Person umgebracht. War an sich ja egal. Und einmal auf Ich bringe alles um. Und tatsächlich ist dieses Spiel nicht darauf ausgelegt, dass man alle seine Gegner umbringt. Das merkt man einfach, weil es ist tatsächlich schwieriger, einen Genocide Run zu machen. Was vermutlich halt einfach daran liegt, dass es ja quasi ein Kampfsystem gibt, was nicht auf Kampf ausgelegt ist, sondern halt auf Schleichen. An sich eine recht witzige Sache, aber gut. Hobby, nö, normal. Deus Ex. Nee, ich gehe mal mit normal. Ich könnte vielleicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad versuchen. Ich meine, wie viel schwieriger kann das schon werden? Das Spiel ist tatsächlich gar nicht mal so schwer, finde ich. Ist alles vorbereitet? Fast. Was soll das heißen? Fast. Ich habe mit Montreal gesprochen. Die Sendesatelliten sind bereit, wenn wir sie brauchen. Ein paar unruhige Wochen und die Öffentlichkeit ist reif für den Rückruf. Und die Kliniken? Wir kontrollieren ihre Finanzen. Sie werden tun, was wir sagen. Wir sollten trotzdem das Referendum abwarten. Wir haben keine Zeit. Der Wissenschaftsausschuss tritt nächsten Monat zusammen. Aber die Meinung der Delegierten verschiebt sich. Ich bin sicher, mit etwas mehr Zeit. Nein. Mit der Veröffentlichung dieser Entdeckung zwingt uns Seraph zum Handeln. Die Welt ändert sich nicht über Nacht, nur weil David Seraph das möchte. Außerdem können wir nichts tun, bis unser Biochip fertig ist. Sagten Sie nicht, er wäre fast fertig. Es war schwieriger als erwartet, die richtige Nervenschnittstelle zu finden. Dank David weiß ich aber inzwischen, wo ich suchen muss. Stimmt. Ich habe jetzt die Untertitel einfach mal mit an. Die sind ein bisschen komisch platziert, finde ich, aber ich denke. Ich denke, ich lasse sie auch mal an. Auf die Behauptung des Biotechnologie-Experten David Seraph, sein Unternehmen habe einen Weg gefunden, humankontrollierte Evolution für alle zugänglich zu machen. Wissenschaftler von Seraph Industries treffen morgen in Washington ein, um ihre Aussagen zu untermauern. Aber heute Abend, ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Bei allem Respekt, Major. Ich will, dass zwei Sicherheitsleute uns erwarten. Auf dem Vorfeld.
Nein, wir gehen nicht durch den Terminal. Viel zu gefährlich. Ja. Freut mich, dass Sie das verstehen. Gute Nacht. Idiot. Stimmt was nicht? Bei mir ist alles klar. Aber wenn Sie weiter so an der Kette ziehen, Dr. Reed, wird sie noch reißen. Komm schon, Mac. Du hast schon öfter deine Forschung verteidigt. Das war was anderes. Damals ging es nur um Theorien. Aber diese Entdeckung, Adam, ist was Großes. Wie Kepler. Wie der Stein von Rosette. Und wo liegt das Problem? Sie wollen wissen, wie ich drauf gekommen bin. Megan, unser Flug nach DC geht in... Adam, Sie sind auch da. Gut. Brauchen Sie was, Boss? Ja, ich möchte Ihr Sicherheitskonzept für Washington durchgehen, bevor wir abfliegen. Sind Sie und Ihr Team bereit, Megan? Gleich, David. Wir gehen nur noch mal die Daten durch. Dann aber flott. Wir müssen erst mal in Washington sein, bevor Sie diese staatlichen Alleswisser verblüffen dürfen. Ich hasse es, wenn er sowas sagt. Komm, ich gehe ein Stück mit dir. Was man ja sagen muss, dieser Mantel von Adam ist schon cool. Genau, so, wir sind Adam Jensen. Jensen und... Naja, da. Patient X? Das ist unwichtig, Adam. Nur ein Teil der Forschungsarbeit. Komm, wir müssen wirklich gehen. Mhm. Genau, es gibt hier verschiedene solche Datenpads, die werde ich allesamt nicht vorlesen. Das sind eigentlich nur Hintergrundinformationen für die Welt. Wer es interessiert, ich werde sie lange genug offen lassen, dass man sie sich durchlesen kann, wenn man halt auf Pause drückt. Vorsicht, das ist eine Erstausgabe. David hat sie mir gekauft. Being more effective. Gibt es das Buch wirklich? Moment. Alejo Fernandez? Könnte sein, ich weiß es nicht. Kommst du? Oh, hier jetzt Zeitungen. Das sind alles eigentlich nur Hintergrundinformationen über die Welt. An sich vielleicht ganz interessant, aber ich möchte jetzt auch nicht immer Ewigkeit damit verbringen, das alles zu lesen. Du solltest dir wirklich angewöhnen, deinen Computer zu sperren, Mac. Ich weiß. Frank sagt mir das auch ständig. Auch die E-Mails. Also es gibt ein paar E-Mails, die ich vielleicht vorlesen werde, weil ein paar davon interessant sein könnten. Allerdings, jetzt muss ich ja selbst noch kurz mal überfliegen, welche es sind. Der Hund. Aha. Hey, hör auf, meine E-Mails zu lesen. Nein, E-Mails lesen ist eine Beschäftigung, der wir in diesem Spiel ziemlich viel nachgehen werden, denn es geht ja auch vor allen Dingen ziemlich viel, was bei Cyberpunk, ups, wie wir ziemlich üblich zu sein scheint, ums Hacken. Wir werden viele Computer hacken müssen. Oder wir werden halt immer die Passwörter suchen müssen, aber das werde ich, glaube ich, nicht immer schaffen, weil ich habe das Spiel zwar zweimal durchgespielt, aber ich habe schon wieder vieles davon vergessen. Also, lass uns gehen, Mac. Mir sehen diese Schulterteile ein bisschen komisch aus. Was hast du vorhin gemeint, Mac? Worauf bist du gekommen? Vergiss es. Ich bin nur etwas nervös. Sollte ich vielleicht etwas wissen über dieses Labor? Über Seraph? Megan. Warte hier. Wir haben immer noch biochemische Fluktuationen auf den künstlichen Durchflusszellen. Okay. Aber die verstärkten Neuropeptiden aus dem Pellet Cluster könnten unsere Kalibrierung stören. Stimmt. Sehe ich mir gleich an. Ich fasse es nicht, dass du nach David gefragt hast. Du warst lange genug hier, um zu wissen... Eric, Sie weichen mir doch nicht aus, oder? Das würde ich nicht tun, Dr. Reed. Ich glaube, ich weiß, warum der Glanzmesswert abweicht. So viele Peptide? Ich denke, die Auflösung des Glia-Gewebes nach dem Splicing des Repressor-Proteins ist die Ursache. Mit einem besseren Zytometer... Könnten wir eine genauere Messung vornehmen? Das ist der Zytometer bestätigt. Ich werde mit David darüber reden. Wenn er es bei Page Industries bestellt, kriegen wir vielleicht einen Kaffeeautomaten dazu. Du machst dir zu viele Gedanken, Adam. Wir leisten hier gute Arbeit. Wir helfen den Menschen, ihre physischen Grenzen zu überwinden. Ja, sofern sie für das Verteidigungsministerium arbeiten. Es sind nicht alle Soldaten. Wir arbeiten mit Lehrern, Ärzten, Bauarbeitern. Verdammt! Vorsicht, Adam. Die Kisten sind mehr wert als dein Geld. Schon gut, schon gut. Nia, sind Sie soweit? Für Washington. Ha. Ah, Dr. Reed. Das ist General O'Neill. Dr. Sevchenko sagte mir, Sie machen Fortschritte mit dem Taifun. Ja, vor allem dank Vasili. Wie ich schon sagte, Sir, der Taifun hat ein modifiziertes Kampfchassis, das auch ich benutze. Allerdings habe ich das Design verbessert und verwende als Treibladung für die Stahlkugeln Mikroladungen.
Und das Rückstoßproblem? Ist gelöst durch kinetische Ableiterwiderstände. Hier sehen Sie. Fangen Sie an. Beeindruckend. Wann ist das System fertig? Ich muss leider los. Aber Vasily hat alle Details, General. Natürlich. Du hast recht. Jeder Lehrer wäre von diesen Dingen begeistert. Du willst es nicht in Amerika verstehen. Schon. Rüstungsaufträge sind notwendig. Aber Augmentierungen, die das Denk- oder Reaktionsvermögen optimieren, sind eine Verbesserung. Für alle Menschen. Das predigt David schon seit Jahren. Ja, alles nur Gerede. Er ist ein guter Mensch. Gib es zu, Adam. Ein Teil von dir mag ihn. Ich mag jeden, Dr. Reed. Ja, klar. Wohin musst du? Dianes Büro. Sie braucht einen Schlüssel, damit sie Kubrick Gassi führen kann. Er ist ziemlich groß geworden. Wirft ständig meine Pflanzen um. Hat er die Vase schon geschafft? Ich habe sie weggestellt. Und ich habe den Garten eingezäunt. Wie du es immer machen wolltest. Ja, ich bin nie dazu gekommen. Tut mir leid. Mir auch. Und nicht nur das. Adam. Da ist etwas, das... Guten Abend. Pritchard. Na, alle bereit für die Reise? Da ist Farida. Ich sollte mich beeilen. Wir sehen uns am Helipad, Adam. Sicher. Hab ich Sie unterbrochen, Jensen? Ist die Firewall schon repariert? Man kann eine Firewall nicht reparieren. Man sucht die Hintertür und verriegelt sie. Und, ist sie verriegelt? Ja, ist sie. Wollen Sie wissen, wie... Oh. Moment, ich vergaß. Ex-Bulle. Sie würden es nicht verstehen. Ex-Word. Und Sie wären überrascht. Hat Seraph Sie auch herbestellt? Athena, ich soll ihr zeigen, wie man die implantierten Ordnungsgeräte unserer Wissenschaftler überwacht, falls ihre Sicherheitspläne in Washington nicht ausreichen. Sie werden. Gentlemen, schön, Sie beide zu sehen. Gehen Sie gleich rein, Adam. Er wartet schon. Das ist der modernste GPL-Tracker, den es gibt. Er sendet alle 10 Schritte. Ist egal, was es kostet. Ich will Hugh Darrow in Washington an meiner Seite. Der Mann kommt nicht einfach so. Er ist Nobelpreisträger. Die Senatoren lieben ihn, Lyle. Die Anhörungen werden mit ihm viel reibungsloser verlaufen. Morgen ist ein großer Tag für uns. Ist alles vorbereitet? Ja, Sir. Die Capitol Police bringt uns zum Hill und dann übernimmt der Federal Protective Service. Gut, gut. Wie hält sich Ihr Mädchen? Sie ist nervös. Sie muss denen nur ihre Forschungsergebnisse zeigen. Hat sie es Ihnen erklärt? Wissenschaft ist nicht gerade meine Stärke, Boss. Es ist unglaublich. Da beschuldigen uns diese Puristen, in den Lauf der Natur einzugreifen. Dabei hat Megan nur entdeckt, wie man das Potenzial in unserer eigenen DNA nutzbar machen kann. Das ist sicherer und einfacher als alles, was Hugh Darrow je zustande gebracht hat. Umgebungsfehlfunktion. Labor unter Sektion 6. An alle Laborleiter, bitte sofort melden. Wir gehen besser keinerlei Risiko ein. Nicht heute. Nehmen Sie meinen Aufzug davon. Kennen Sie den Code? Ja, 0451. Was ist da los? Athena, jemand soll diesen verdammten Lärm abschalten. Ja, Sir. Genau. Wie man... Ich hoffe, übrigens, ich finde mich mit der Steuerung ein bisschen zurecht. Ziemlich praktisch an der Computerversion. Ich glaube, das Spiel gibt es auch für Konsole, aber so kann man immer wunderschön noch das Numpad benutzen. Wo ist Megan? Hat sie sich schon gemeldet? Laut ihres GPL-Implantats ist sie in dem Mikrochemielabor. Sieht aus, als würde sie laufen. Verdammt, muss ein schwerer Geräteausfall sein. Können Sie Sichtkontakt herstellen? Ich versuch's, aber die Intellicams reagieren nicht. Da gibt's von irgendwo eine Störung. Finden Sie raus, was da los ist, Jensen. Richard. Das klingt widerlich, aber es war wahrscheinlich beabsichtigt. So. Achso, ja, nee, Tutorials brauche ich nicht. Ich glaube, ich erinnere mich nur weit genug, wie man spielt. Genau, in diesem Spiel geht es, vor allem eigentlich, also ich habe gerade gesagt, es geht auch viel ums Hacken. Stimmt gewissermaßen auch, wie... musste ich ja da einlegen. Vor allem geht es auch um Augmentierungen, also... Du bist tot.
Also quasi um Prothesen, die den menschlichen Körper verbessern sollen. Wir haben gesehen, Seraph hatte einen künstlichen Arm und einer der Wissenschaftler hatte auch einen künstlichen Arm. Ja, und natürlich verschiedene Gehirnimplantate oder so haben sich entwickelt. Stimmt, rennen kann ich auch. Aber nur kurzzeitig. Okay, ich komme langsam wieder rein, was ich tun muss. Oh, das ist ein stabiles Glas. Was wollte ich gerade sagen? Genau, Gehirnimplantate und natürlich auch ja, irgendwelche Augmentierungen, die natürlich fürs Militär genutzt werden können. Und hier sehen wir übrigens eine Sache, die wir ziemlich oft sehen werden. Lüftungsschächte. In diesem Spiel gibt es unglaublich viele Lüftungsschächte. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist so. So, sehen wir uns mal ein bisschen um. Was ist hier? Nichts. Gut. Also genau, ich habe gesagt, ich spiele auf Pazifist. Das Kämpftutorial hätte ich mir vielleicht angucken sollen. Da ich nicht mehr genau weiß, wie es geht, aber so gehe ich in Deckung. Dann kann ich so schießen. Okay, das reicht mir eigentlich, glaube ich. Ja, das Tutorial hier, da gibt es keinen Pazifisten-Modus, da muss ich die Gegner umlegen. Und denn hier, welche sind, wie zum Beispiel da oben. Das ist aber eigentlich eine ziemlich coole Sache, die man ja halt mehr bemerkt, wenn man seine Gegner auch mal beschießen will. Das Waffendesign ist echt ziemlich schön gemacht, finde ich. Gefällt mir. Der lebte doch noch, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, hier brauche ich mich noch nicht umsehen. Das kann ich mir sparen. Mach's dann ja später. Okay, Leichen bewegen. Konnte man nicht auch Leichen looten? Oh ne, ich habe beide erwischt. Ah, da. Die Waffen kann ich aufnehmen. Okay, man kann scheinbar nicht Leichen selbst looten. Okay, was haben wir hier noch? Springen? Ja. Kann ich durch das Glas durchschießen? Ich glaube, das ist gar kein Glas, oder? Wow. Okay. Notiz an mich, ich halte nichts aus. bitte nochmal. Wow. Im Tutorial, das ist ja quasi das Tutorial, was wir gerade spielen, gestorben. Respekt an mich selbst. Das machen wir anders. So, zwei Köpfe weniger. Drei. Ich frage mich ein bisschen, wie diese Waffe funktioniert. Weil man da scheinbar ja eher so eine Art Karte oder sowas reinsteckt. Das sieht jetzt zumindest für mich aus. Was dann ja scheinbar die Munition ist. Ich könnte vermuten, dass es sich vielleicht um ein ähnliches Waffensystem wie in Mass Effect handeln soll. Dass man eher so eine Art Kühlkörper oder sowas austauscht. Weil die Waffe dann auch vorher Hitze generiert oder sowas. So läuft es in Mass Effect. Und so ergibt es vielleicht auch durchaus Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass man hier vielleicht ein ähnliches System vorgaukeln will. Kann ich die Waffe haben? Nein. Ah. Geschwür erinnert mich an Portal. So, was haben wir hier? Noch mehr Gegner. Wen überrascht es endlich? Ich sehe zwei. 3, 4. Bitte so positionieren, dass ich möglichst schnell eure Köpfe aufs Korn nehmen kann. Die zwei kriege ich. Also ich habe zwei gekriegt, nur nicht die zwei, die ich wollte. Jedenfalls nicht sofort. So, da ist noch einer. Das wird ein ziemlich schöner Kontrast. Jetzt gerade ballern wir noch alles weg und den Rest des Spiels werde ich halt überall schleichen. Und gut, ich werde meine Gegner auch teilweise dann ausschalten, aber halt auf nicht tödliche Art und Weise. Ja, du bist tot. Okay.
meine, wir sind ja quasi Sicherheitschef, deswegen... Ich weiß nicht, sind wir Sicherheitschef von Seraph oder was genau sind wir eigentlich? Zumindest sind wir für die Sicherheit von Megan verantwortlich. Von Dr. Reed. Wir können eine Arterie momentan gar nicht wegen mit der heutigen Medizin. Mein Gott, wie dick war das Glas? Ich weiß übrigens gar nicht, in welchem Jahr spielt das Spiel überhaupt. Halten Sie durch. Ich muss darauf achten sollen, stand wahrscheinlich in der Zeitung dran. Extreme Frame Drops. Entschuldigung. Ladescreen. Sechs Monate später. Sonnenbrille, plus 10 Coolness. Das Ding hat halt schon Stil. Hier ist David. Sind Sie im Gebäude? Ich bin gerade in der Lobby. Tut mir leid, dass ich Sie so schnell aus dem Krankenstand holen muss, aber wir haben ein Problem. Es gab einen Einbruch in unserer Fabrik in Milwaukee Junction. Wir treffen uns am Helipad. Ich muss erst zu Pritchard. Mit meiner Netzhautoptimierung stimmt was nicht. Frank ist im ersten Stock im Tech-Labor. Beeilen Sie sich. Es geht um Menschenleben. Hm. Was ist das hier? Das sagt mir gerade nichts. Niemand sollte ein normales Leben wegen eines Unfalls oder einen Traum in einer körperlichen Anstrengung aufgeben müssen. Das ist die Überzeugung von David Seraph, Idealist, Philanthrop, Gründer und Präsident von Seraph. Sie haben einen Anruf auf zu verwirklichen. Kaufen Sie das Jahr 2007 eine unrentable Autofabrik in Detroit, rüstete sie auf die automatische Herstellung von Prothesen um und gründete Seraph Industries. Heute teilen wir bei Seraph Industries David
das damit die Welt als Ganzes besser wird. Geleitet von diesem Grundsatz werden wir weiterhin die weltweit besten Humanoptimierungsprodukte entwickeln und herstellen. Achtung, Alan Mars. Genau. Okay, die könnte ich mir jetzt alle anhören. Ich weiß nicht, was die alles Verschiedenes sagen. Ich glaube, das spare ich mir jetzt immer wieder mal. Hugh Darrow. Genau, das ist der Typ da oben. Soll das das Harris sein? Das sah irgendwie ein bisschen anders aus gerade, aber gut. Hugh Darrow war so ein Vorreiter, dann hier der, der quasi den ganzen Kram mit den Augmentierungen erfunden hat. So, ich möchte jetzt aber noch nicht zu lange immer damit aufhalten. Kameras, davon werden wir noch mehr als genug sehen. Kann man hier quasi schon trainieren, den Dingern auszuweichen? Wir wollen erstmal zu, ja, Dingensbums, wie ist er? Pritchard, genau, Pritchard. Noch mehr Zeug zum Lesen. Davon gibt es so viel. Und ich habe nie alles gefunden. Irgendwas fehlte mir so immer noch. Oder auch Zeit. Was ist passiert? Sind Sie unterwegs in einem Lüftungsschacht stecken geblieben? Ich find's auch toll, Sie zu sehen, Francis. Mit meinem Netzhaut-Display stimmt was nicht. Kriegen Sie das hin? Wenn es das ist, was ich glaube... Wahrscheinlich. Könnte aber... Der linke und rechte Bildverarbeitungsprozessor waren nicht völlig synchron. Aber keine Sorge. Ihr Körperstatusimplantat wird sich bald einschalten und entstandene Schäden reparieren. Ihr Netzhautdisplay müsste jetzt in Ordnung sein. Die Erkennungssoftware registriert zwar noch keine Feinde, aber Radar und Fadenkreuz müssten Sie sehen. Und auch biomedizinische Daten, wenn Sie Schmerzen haben. Okay, sind wir hier fertig? Am Helipad wartet nämlich Seraph auf mich. Ich weiß. Ein paar Radikale haben in unserer Fertigungsanlage Geiseln genommen. Vielleicht können sie dieses Mal sogar jemanden retten. Ach stimmt, man hat ja hier immer solche Gesprächsmöglichkeiten. Wenn Sie mit mir ein Problem haben, Pritchard, warum sagen Sie es nicht einfach? Dann haben wir es hinter uns. Nicht doch, Jensen. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Wenn jemand schuldig ist, dann ich. Der unfehlbare Pritchard gibt sich selbst die Schuld. Ganz was Neues. Ich habe Seraph gesagt, wir brauchen zum Schutz ein echtes Sicherheitsteam. Hätte er meinen Bericht aufmerksamer gelesen. Sekunde mal. Heißt das, es war Ihre Idee, mich einzustellen? Nicht Sie, Jensen. Ich wollte Dynacore, Sharp Edge oder Bell Tower. Die besten privaten Sicherheitsfirmen standen alle auf meiner Liste. Aber Seraph wollte einen internen. Und Dr. Reed auch. Halten Sie Megan aus der Sache raus. Warum denn, Jensen? Es ist kein Geheimnis, wie nahe sie beide sich standen. Und seien wir ehrlich, das SWAT hatte sie gerade wegen des Massakers in Mexican Town gefeuert. Niemand hätte sie engagiert. Sie sollten wirklich aufhören, ihre Informationen aus den Blogs von Pikers zu fischen, Francis. Das verwirrt sie nur. Der Punkt ist, wenn Seraph auf mich gehört hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Aber Megan, Gott hab sie selig, hatte ja immer einen besonderen Draht zu ihm. Und über diesen Draht kriegt er gleich einen Bericht über Gewalt am Arbeitsplatz, wenn Sie damit nicht aufhören. Wollen Sie wirklich weitermachen? Schon gut. Interessant finde ich, dass er gerade sagte... Oh, das Ding nehme ich gerne mit. Wir hätten... Dieser Punkt, der ist ja quasi unser Fadenkreuz. Wir haben jetzt wirklich quasi ein Fadenkreuz, das wir sehen können. Weil das Interface, was wir gerade haben, sehen wir ja quasi wirklich. Mit der Lebensanzeige und dem Radar. Was in diesem Spiel auch absolut Sinn ergibt, von wegen Augmentierung, das ist wahrscheinlich in die Sonnenbrille eingearbeitet. Was ist das? Ja. Kann ich mich... Ich glaube, das bringt mir noch nichts. Ich werde mich in dem Gebäude jetzt noch nicht groß umsehen, auch wenn man hier ein bisschen was erkunden kann. Das mache ich erst nach der ersten Mission. Aber ja, wir haben jetzt wirklich ein Fadenkreuz, das ergibt nämlich irgendwie keinen Sinn. Sind Sie vom Helipad entfernt? Bin fast da. Gut, denn das SWAT wird aus dieser Sache einen PR-Albtraum machen. Wir treffen uns im Hubschrauber. Ich informiere Sie dann unterwegs. So. Das ist übrigens, genau da oben steht's, Farida Malik. Einer meiner Lieblingscharaktere in diesem Spiel. Sie ist super. Okay, ich würde aber sagen, mit ihr reden wir erst beim nächsten Mal und starten dann auch die erste richtige Mission außerhalb des Tutorials. Bis zum nächsten Mal. Ciao.